Herr Lange? Ja. Kommen Sie denn mal? Guten Tag. Träger ist mein Herr. Das ist das Gehirn. Hier, also rechte Hirnhälfte, linke Hirnhälfte. Hier ist noch alles soweit in Ordnung. Und hier sehen wir eben, das können Sie auch erkennen, diesen Tumor. Ja. Er befindet sich ungefähr 4 bis 5 Zentimeter tief unter dem Schädeldach. Er ist also unscharf begrenzt, hat hier solche Infiltrationen in das normale Hirngewebe, hat Anteile, wo das Gewebe schon zugrunde gegangen ist. Allerdings ist es eben wie bei so einem Flächenbrand an den Seiten hier, da sehen Sie überall aktiven Tumor. Also man muss sagen, dass es eben kein gutartiger Tumor ist. Ja. Also dass es eben ein Glioblastom ist wahrscheinlich, also das, was wir also das Glioblastom bezeichnen, also diese bösartige Form eines Hirntumors. Und bei Ihnen ist es eben so, dass der so in einem vorderen Hirnabschnitt gewachsen ist, so im Stirnlappenbereich. Und da sehen wir leider immer, dass die Symptome erst relativ spät auftreten, ja, und so unspezifisch sind. Also, dass man mal was vergisst, das ist ja normal. Und Kopfschmerzen sind ja auch nicht ungewöhnlich. Ne? Also so zu dem Bild ist... Das haben Sie verstanden, ja, so im Grunde, was da jetzt los ist. Ja, das ist also der Befund. Entschuldigung, ich muss mal hier gucken. Entschuldigung. Ja, Träger, hallo. Nee, das ist ein anderer Patient. Wir haben so viele Patienten. Das ist also... Ja doch, ich hatte gestern gehört vom Anästhesisten, vom Chefarzt, dass wir da einen längeren Saal kriegen können. War gestern bei der OP-Besprechung. Na ja, klar, der hat gesagt, sie können nächste Woche Montag, Mittwoch oder Freitag vielleicht einen langen Saal haben. Und deswegen habe ich es erstmal aufgeschrieben, also... Ja. Ich hatte Ihnen ja gesagt, wir haben... Ja. Ja. Genau, ne? Okay, also wir lassen erstmal den Plan so, ja? Gut, okay. Ja, tschüss. Tut mir leid, nebenbei. Gut, also... Also dieser Befund ist also... ein bösartiger Tumor, ja. Was kann man machen? Man kann also, normalerweise machen wir das so, dass man den Tumor operiert, dass man die, so viel wie möglich, also was wir anstreben, ist eine komplette Entfernung des Tumors. Dann, dass man, das muss man machen, weil hier also die Grenze unscharf ist, muss man also bestrahlen. Und was immer noch dazu gehört, ist auch eine Chemotherapie. So, also wir haben drei Therapiesäulen sozusagen, auf denen das dann eher so aufbaut. Normalerweise. Und was aber bei Ihnen das Problem ist, ist, dass wir das nicht operieren können. Also das ist ein Tumor, der von seiner Lokalisation in einem Gebiet, wo sehr, sehr wichtige Hirnfunktionen sind. Also wenn man da operieren würde, das würde zu sehr, sehr schlimmen Ausfällen führen. Also das ist sozusagen die eins drauf, die schlimmere Geschichte noch, ja. Was ist denn das mit so einer Krankheit für eine Lebenserwartung? Na, es ist so, dass wir natürlich... Also da kann man nicht genau sagen. So. Also das ist jetzt nur so vorausgeschickt. Es gibt Erfahrungen, ja, da muss man sagen, wenn man also operieren kann und die Chemotherapie und die Bestrahlung durchführt, dann ist so in Ihrem Alter eigentlich die Lebenserwartung so vielleicht 1, 2, 3 Jahre ungefähr im Durchschnitt, wenn man operieren kann und das andere zusammen macht. Wenn man die Operation nicht zur Verfügung hat, so wie es also bei Ihnen jetzt der Fall ist, dann sind das
so durchschnittlich so mehrere Monate, ja, um die es hier geht, bis dann irgendwann wieder mal der Tumor durchbricht. Also es ist schon ziemlich... bösartig. Haben Sie Kinder auch? Zwei Kinder. Und wie alt sind die? 14 und 8. Sagt man denen das? Ja, das muss man den Kindern auch sagen. Muss man ihnen sagen? Mhm. Was sagt man da? Wie es ist. Hm. Ja, was ich Ihnen so erzählt habe, also ja. Ist im Prinzip, dass man so eine Krankheit also jetzt festgestellt hat beim Vater. Also, ne? Hm. Und also, was Sie wissen wollen, muss man Ihnen dann eben mitteilen. Ich glaube, das, was man wissen will, das verkraftet man auf irgendeine Weise auch. Also, das heißt ja im Prinzip, den 10. Geburtstag von meinem Sohn werde ich dann, also, nicht mehr. Manche Leute, die kriegen eine Herzerkrankung oder irgendwas. Und bei anderen Patienten, da kommt es also zu so einem Befund. Also wir wissen nicht die Ursachen, warum jemand ein Glioblastom, also so einen Tumor bekommt. Das ist sozusagen das Schicksal. Ja. Nach der Pause musst du rüber ins Sperrgut, ja? Erkennst du den? Sitzen zwei Motten im Acrylpullover. Sagt der eine Motte zu der anderen Motte, lange halte ich die künstliche Ernährung nicht mehr aus. Hallo Schwesterchen. Hallo Anni. Na, das ist ja eine Überraschung. Wow. Gut? Schön, ne? Ach, das passt ja zu euch. Das ja. Ist schön. Ja. Wow. Oh, gut. Gut. Oh, Mann, das ist eine prima Idee. Ist das schön mit dem Bett. Ne? Wenn es denn Frühling wird, Sommer. Ja, für dich müssen wir jetzt auch mal ein bisschen größere Wohnung besorgen. Ne? Mama. Mika, nimm die Mickey Maus hier weg. Komm, mach jetzt mal. Das geht nicht. Dir gestern schon gesagt. Die liegt seit gestern da. Aber die Mickey Maus. Ja, nicht aber. Komm, ab! Frank, jetzt raus. Frank, so kenne ich dich ja gar nicht. Prost, meine Güte.
Hallo. 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 Ich habe einen Gehirntumor. Ich habe einen Gehirntumor. Ich habe einen Gehirntumor. Ich habe einen Gehirntumor. Und das ist nicht lustig. Das ist nicht lustig. Wie sag ich es meinen Kindern? Wir haben jetzt Gästeklo. Gibt's morgen keinen Stau mehr? Morgens. Gibt's morgens keinen Stau mehr? Okay. So, wer möchte was? Willst du ein Bier? Ja, klar, auch nicht. Ein kleines Stück Poulet. Ich ein bisschen Schinken. Hm? Ein Stück Poulet. Mein Papa! Ich stinke im Papa. Soll ich sie abkratzen? Wie schmeckt's dir? Das ist jetzt gut. Monika? Na? Danke. Gib mir meine Beeren. Oh, Papa. War bei euch in der Klasse schon mal jemand untergekühlt? Nee. Bei mir schon ganz viele. Und was sagen die so? War cool. Also, die Rutschen haben mir gefallen. Und gibt's ja richtig irgendwie so eine Reifenrutsche, die soll cool sein. Und, so, da gibt's auch so ein Kinderspiel. Papa? Was ist denn Papa? Mama, was ist los? Was ist los? Habt ihr euch gestritten oder sowas? Papa, geht's nicht so gut. Papa ist schlimm krank. Jetzt kommt Krebs oder was? Der hat doch mal so Kopfschmerzen gehabt. Und da sind wir zum Arzt gegangen. Die haben da was gefunden. Aber er kriegt doch Medikamente und wir werden mal sehen. Ne? Wir müssen jetzt jedenfalls gut auf Papa aufpassen. Geh mal zu Papa. Hast du wirklich deine Hausaufgaben gemacht? Hab ich. Guck mir in die Augen und sag's nochmal. Hab ich. Hast du nicht, Lisa? Doch. Soll ich es mir nachher mal angucken? Ja. Gut, mach ich.
Also werden hier bei uns jetzt 6 Wochen lang bestrahlt. Mit der Zeit kann es sein, dass Sie mal Kopfschmerzen bekommen oder dass Ihnen übel wird. Dann müssten Sie uns Bescheid sagen, dann rufen wir einen Doktor. So, jetzt kommt die Maske. Jawohl, noch ein ganz kleines Stück hier nach oben rutschen wir da. Ja, wunderbar. Geht das? Ja. Okay, jetzt kommt das zweite. Die Maske ist ziemlich eng. Mhm. Man darf nicht wehtun. Also eng soll sie sein, aber soll nicht wehtun. Okay. Gut. Geht so? Mhm. Setzen wir nur noch so einen schwarzen Kasten auf. Und dann geht's auch gleich los. Wenn was ist, wir sehen und hören Sie draußen. Mhm. Ansonsten sind wir gleich wieder da. Mhm. Schön ruhig zu liegen bleiben. Simone wieder geraucht. Manchmal raucht sie. Dachte ich so, naja. Wenn ich jetzt mit dem Rauchen anfange, ist auch nicht so schlimm. Ist ja egal. War eigentlich immer ganz stolz darauf. Nichtraucher. Nie geraucht. Andererseits aber fand ich es auch immer eigentlich ganz cool. Sehen gestern. Ah, war ganz gut. Ich habe nur eine Bitte, fang nicht an zu heulen, wenn du da reinkommst jetzt. Also wirklich, fang nicht an zu heulen, ich bitte dich. Das ist nicht gut für Frank. Nein. Oh Gott, Gott, dann warte ich hier. Ich warte hier. Das geht nicht, dass du da reinkommst und hast Tränen in den Augen. Das geht nicht. Was soll der Junge denken? Und, nimm dich ein bisschen zu. Das ist doch scheiße, die Situation, ist doch klar. Naja, gut. Ach, also, haben wir uns wieder im Griff? Ja. Nein, ja, ja. Nein, nein, entschuldige, wenn ich ein bisschen. Entschuldige. Oh Gott, ist das hässlich. Naja. Tja. Hallo. Da sind wir. Hallo. Tag, Simone, mein Schatz. Wo ist denn Frank? Auf dem Klo.
lass ihn. Lass ihn. Ich komm gleich. Küche. Na, gib mal durch. Das ist also euer neues. Oh, Entschuldigung, warte. Zu Hause. Schön. Frank. Haben die. Frank. Alter Junge. Doch, Vater. Na, Große. Na, du. Habt ihr eine gute Fahrt gehabt? Doch, doch. Doch. Ja. Gleich hinter Greifswald. Ein bisschen blöde Baustelle. Da haben wir 10 Minuten, eine Viertelstunde gestanden. Ja, aber er ist ja ein exzellenter Fahrer. Ja, das hat aber nichts mit der Baustelle zu tun. Wie geht's dir? Ja, sag mal. Ja, eigentlich ganz gut. Nee, also wirklich, also ich krieg die Bestrahlung jetzt, ja. Muss ich jeden Tag hin und... Wie bekommt ihr das? Ich meine... Ja, eigentlich ganz gut. Gib's dir mir mal bitte die, die Tabletten. Die schlimm? Mhm. Die sind aber noch nicht dran. Ja, weiß ich gar nicht. Das ist die Chemo, die... Mhm. Du sag mal, Herr Frank... Was macht er jetzt? So, ist heute nicht Müll? Frank, zeig mir mal dein Haus. Hier geht's aber bergauf. Ja, nichts für ältere Herrschaften. Hier, ich habe hier 2 CDs. Einmal Selbstheilungskräfte entwickeln und einmal ein bisschen über Hypnose. Aber sag nicht seinem Vater, ja, ich leg sie hier hin, denn wir sind nicht immer einer Meinung über diese Alternativtherapie. Toll. Toll. Das kann nicht mehr operiert werden. Was bedeutet das? Der Arzt hat gesagt, er hat vielleicht noch ein paar Monate. Spielst du mir was vor? Oh, Mutti, jetzt? Bitte. Nein, ja, das ist aber nicht die Stimmenmusik erst. Ja, das stimmt. Ja.
Also wenn ich sie einfach so anschaue, frage ich einfach mal, geht's Ihnen gut, geht's Ihnen schlecht? Wie kommen Sie damit zurecht? Naja, es, also, na, ich bin natürlich unglücklich und... Sind richtig Unglückliche. Haben Sie eigentlich auch Angst? Ja, klar. Heißt das, dass Sie Angst haben, dass Sie sterben, dass Sie tot sein werden? Ja, klar. Ein schreckliches Wort, ne? Die Diagnose Krebs ist nicht eindeutig ein Todesurteil. Es ist empfehlenswert, die Krankheit als etwas zu sehen, was freundschaftlich ist und mir etwas Gutes will. Es ist eine Alarmglocke oder ein Stopp, halt, guck mal, schau mal, schau mal, lebe ich das, was ich leben möchte? Oder bin ich so in der Welt, dass ich mich auch getragen fühle? Also, dass so etwas wieder vielleicht in Harmonie und ins Gleichgewicht kommen kann. Solange das Leben währt, muss es doch lebenswert sein. Und keiner kann Ihnen sagen, wie Ihre Krankheit weitergeht. Ob der Tumor zum Stillstand kommt, Sie wissen nicht, ob er weiter wächst, Sie wissen nicht, ob er weggeht. Sie wissen es doch nicht. Also ich denke, ich glaube, im Moment können Sie wirklich auch Spaß am Leben haben. Es ist nicht zu meiner Strafe, es ist nicht, weil ich schuldig bin, es ist nicht, weil ich Fehler gemacht habe. Ich muss jetzt nicht da, was weiß ich, sondern ich darf mir heute, meinen heutigen Tag, gut sein lassen. Wir sind jetzt in Tropical Island und wir hatten es den Kindern schon lange versprochen. Wir werden hier übernachten und machen uns heute einen schönen Tag hier. Wir freuen uns alle. Das ist ja jetzt. Der Rucksack ist. Ich habe sie dir gegeben und du hast gesagt, du willst den Rucksack packen. Und dann kann ja nur sein, dass die Tabletten irgendwie im Auto geblieben sind, oder? Dann gehe ich jetzt zum Auto. Gib mir die Schlüssel vom Auto. Gib mir die Schlüssel. Nein, dann mache ich das. Lilly, passt bisschen auf Papa auf, ja? Ich auch. Hier sind die Schlüssel. Auf mich muss keiner aufpassen. Nein, was soll denn das? Komm, jetzt sei, komm, ist gut, ist gut. Es tut mir jetzt leid, Simone. Ja, ist gut. Oder soll ich gehen? Ja, ist gut. Nein, nein. Oder soll ich gehen? Ist gut. Können wir jetzt fahren mit Papa? Papa, kommst du rein? Ja, ich komm gleich. Ja, bitte. Ich bin so froh, dass wir trotzdem gefahren sind. Ich wollte sowieso nie auf die Malediven. Ich ehrlich gesagt auch nicht. Weißt du, wo ich auch nie hin wollte? Nach Thailand. Das hätte man sowieso nie leisten können. Vielleicht müssen wir unser Haus wieder verkaufen. Wasserrutschen, aber es ist richtig toll. Ja. Vor allem auf der roten, weil da musste man so mit Ringen rutschen. Weil halt, es war richtig schnell. Mama, ich habe jetzt überall geguckt, aber ich finde den nicht. Ich gehe nochmal los. Ich bin jetzt erwachsen, der schafft es schon alleine hier wieder zu gehen. Ich habe keine Ruhe, du weißt doch mit Papa, du. Ja, okay, ich komme mit, ja. Mika, du bleibst hier schön. Dann gehst du mit Lilly, ja? Mann, ey, das versaut uns noch den ganzen Tag, ey.
Papa! Nö, darf er nicht. Frank? Papa? Papa. Hier bist du, Papa. Wir suchen dich schon die ganze Zeit. Ist okay, Papa? Na klar, ist alles gut. Mach mal kurz. Ich steh mal auf. Alles gut, aber wird schon wieder. Papa. Na, Papa, steh mal auf. Na klar. Keine Sorgen machen, ne? Ach so. Papa hat doch selbst gesagt, dass es ihm wieder besser geht. Also können wir hier bleiben. Ja, ich will auch hier bleiben. Und morgen noch auf die Rutsche. Warte, komm, setz dich mal dahin. Setz dich mal her. Ich will deine Sachen. Tut mir leid, Simon. Ja, ist ja gut. Nein, das ist nicht gut. Ist schon gut. Ich hab's geschafft, Mama. Lilly, kannst du mal zu Papa gehen? Ah, oh, der hab ich bei mir im Schrank. Mist, Mist, Mist. Hier hast du dann die Mütze, die setzt du noch auf, ja? Komm, ich mach dir zu. Das ist bestimmt wegen dem Medikament. Bestimmt. Der Arzt hat ja auch gesagt, dass es einem das so übel macht. Super. Wieso guckst du so eingeschnappt, Lilly? Ja, weil ich auch nicht unbedingt nach Hause will. Wir fahren jetzt nach Hause, ist gut jetzt. Ich kann auch nichts dafür! Ja, ist okay. Ist alles gut. Komm, wir fahren nach Hause. Wir fahren nach Hause. Kannst du mal anhalten? Ich glaube, ich... Schau mal. Am Anfang dieser Reise kannst du damit beginnen, dich zu versichern, dass du jetzt eine gute Stunde Zeit für dich hast, in der du ungestört bist, um diese Reise in aller Ruhe anzuhören. Leg dich lang ausgestreckt hin und schließe die Augen. Sorge dafür, dass du bequem liegst, dass dir warm, gemütlich und behaglich ist, damit du für eine ganze Zeit lang so liegen bleiben kannst. Diese Reise führt in einen veränderten Bewusstseinszustand, der den Charakter einer leichten oder tieferen Trance annehmen kann. Sie will dich unterstützen in deiner Fähigkeit zur Selbstheilung. Zwischen Wachen und Schlafen.
Schlaf. Zwischen Denken und Träumen. Und diese Stimme kann zur Stimme des Windes werden oder des Regens oder zur Stimme eines guten Freundes oder zu deiner eigenen inneren Stimme, zur Stimme der Vögel oder der Wellen oder zu einem bedeutungslosen Gemurmel im Hintergrund. Kommt ein Mann zum Arzt, sagt der Arzt. Ich habe zwei schlechte Nachrichten für Sie. Sie haben Krebs. Ist die erste schlechte Nachricht. Und die zweite schlechte Nachricht ist, Sie haben Alzheimer. Da sagt der Mann, na zum Glück kein Krebs. Karl rausgekickt. Ein 2:1 ist eigentlich viel sicherer rausgegeben. Müsste das heutige Spiel gegen den VfL Bochum. Oder hat das Ganze vielleicht doch zu viel Kraft gekostet? Ich kann ihn auch alle testen. Scheiße! Ach, Scheiße. Ich geh in mein Zimmer. Bleib hier ruhig weiter. Mach oben weiter. Mach das. Aber könnt ihr dann wenigstens das Zeug heute zusammenräumen, so ein bisschen, damit ja, Mika da. Mika also räumt ja schon oben, zusammen. Damit alle. Mika da ein bisschen die Matratze wieder hinlegen kann und da schlafen kann. Aber du sollst mir versuchen, das rechtzeitig auch. Ich krieg's ja auch noch fertig heute. Ach, das wird doch heute nicht mehr. Komm, hör doch mal. Ist ja gut auch, ist ja gut. Was? Wolltest du mir das rechtzeitig aufbauen? Ja, jetzt fängt er auch schon so an. Mann, echt, das ist zum Kotzen. Ja, jetzt reg dich ab, ja? Mika, kommst du denn auch mal? Ich mach das jetzt. So, wir müssen jetzt mal. So, wir müssen jetzt mal. Runde mal mit Mika. Räum es mal bitte weg. Das weg. Das Kissen hatte ich auch schon längst weggesagt. Weg. Dass wir hier ein bisschen eine Arbeitsfläche haben, ja? Papa, wo du gerade dabei bist, du wolltest auch mal meine Tür reparieren, ne? Was? Aber doch nicht jetzt, bitte, Lilly. Ich wollte dir nur sagen, weil die ganzen Schrauben hier liegen. Ja, ich. Okay. Halt doch mal bitte ruhig, Mika, ja? Hier ist nicht gerade. Oh. Mensch, pass doch auf! Hey Mann, geht's noch, Papa? Mach deine Schularbeiten, geh bitte! Kann Ina alleine, du kannst das vorbereiten, alles Mika, und dann steck ich das zusammen. Oh! Was kommt jetzt hier rein? Kommt überhaupt nicht da rein. Doch. Nee, genauso kannst du auch hier reinkommen, wenn du danach gehst, wo es reinkommt. Das stimmt überhaupt nicht. Da muss man sich die Anleitung nehmen und muss eine Anleitung lesen. Und lesen kannst du ja. Wir haben es ganz anders gemacht. Ah! Kapiert! Da wird er wohl heute noch nicht drin schlafen können. Aber. Also hier. Mal ganz kurz gucken. Okay. Sollen wir euch helfen? Papa, ich. Hör mal auf jetzt! Ich krieg ihn einfach nicht mehr zusammen! Komm, Mika, komm, wir gehen runter. Ist gut. Ich kann ihn auch nicht mehr verstehen! Komm, Schatz, komm raus, komm, ist schon gut. Komm mit, Frank, bitte. Ich kann sehen, bitte komm doch mal bitte hier raus. Bitte weg. Komm. Du gehst jetzt mit mir los.
Du wirst schön die Kinder in Ruhe lassen. Gehst jetzt nach oben. So, witzig. Ich mach dir frische Luft. Ich hab ihn schon lassen. Guten Tag. Ich möchte, dass du dich jetzt erstmal beruhigst, ja? Mama, hab Hunger. Und dann. Ja, ich komm gleich! Und dann kannst du ja runterkommen, ja? Sparen Sie bis zu 50% Ihres täglichen Trinkwasserverbrauchs mit Regenwasser. Alle Informationen hierzu finden Sie in unserer Broschüre Regenwasser nutzen. Hallo Frank, na? Hey, Stefan, na? Geht's denn so? So, ja. Uns erzählt auf Arbeit, wa? Ja, so scheiße war. Ja, scheiße. Krippestrahlung. Strahlung. Und Chemo auch. Ja. Aber meine Schwiegermutter, die hat jetzt auch schon eine zweite Chemo jetzt. Echt, ja? Hm. Aber geht ja eigentlich ganz gut. Ja, geht eigentlich soweit auch ganz gut. Hm. Na komm, das wird schon wieder. Ich suche hier diese... Mann, ich find's so unnötig, ja. Willst du machen? Na, hier, aus Holz, weißt du? Die... Dübel, Holzdübel. Hm? Ja, genau. Sind da rund. Und mach's gut, ne? Ja, und vielen Dank nochmal, ja? Ja, so. Und schönen Dank auch, ne? Ja. Ah, Stefan! Ja? Wo fährst du jetzt? Auf Arbeit? Ja. Ja. Und, kannst du mich mitnehmen? Ich denke, du bist krankgeschrieben. Ja, aber ich muss ja meine Sachen noch da verorten. Was? Ich hol nur mal meine Sachen, ja? Sagte Bundesinnenminister de Maizière am Abend im ZDF. Demnach könnten mehrere Gruppen zeitgleich Selbstmordattentate in Gebäuden oder auf Plätzen verüben. Es gebe Hinweise auf diese Art der Anschlagsausführung, sagte er. Was denn? Ich manchmal. Kopf. Geh doch wieder weg. Normal. Zusammenhang mit der aktuellen Terrorgefahr in Deutschland. Die Schwarzkette. Lass mir einen Schrank leer räumen. Ja. Sag mal, was denn jetzt da? Das sind Stefans Schuhe. Guck mal, nehmen wir rein jetzt. Mach's gut, wa? Ja, mach's gut, wa? Nochmal umdrehen. Hm? Was? Was willst du? Ja. Ja, tschüssi.
natürlich von dieser Stelle aus alles Gute im Kampf gegen diese Krankheit. Zum ersten Mal im deutschen Fernsehen. Herzlich willkommen, der Gehirntumor von Frank Lange. Ja, hallo, für Sie. Ich freue mich, dass Sie, wenn ich das gleich mal sagen darf, Sie sehen toll aus. Ja, finden Sie? Ja, erholt? Ja, nee, erholt nicht. Ich komme gerade von der Bestrahlung. Ja. Ja, Bestrahlung, das sagen Sie so heiter. Bestrahlung heißt ja eigentlich, man will Ihnen da ein Ende bereiten. Man könnte sagen, es ist wie eine Sonnenbank, aber es ist auch ein bisschen wie ein Frosch in der Mikrowelle. Ja? Verstehe. Also, das ist also ziemlich für Sie hart, sehr unangenehm. Wir können uns vielleicht gerade mal anschauen, Sie haben Bilder mitgebracht. Ja. Es sieht eigentlich aus wie ein Kinderplanschbecken von oben oder so. Ja. Das ist ein Bild vor 3 Wochen, so hat Frank Lange mich kennengelernt. Ja. Sie haben noch ein zweites Foto, wo Sie, glaube ich, von der Seite sehen können. Das ist... Das bin man's. Ich hier ziemlich zentral platziert. Ja. Und jetzt schon, naja, 1-2 Zentimeterchen mehr. Hat der Patient noch eine Chance, wenn Sie so dieses Stadium erreicht haben? Wenn man sich die Statistik anguckt, eigentlich gar nicht. Wenn wir jetzt von heute Abend ausgehen, wie geht's Frank Lange? Also, ich muss mal sagen, noch geht's ihm sehr gut. Er sitzt im Moment zu Hause auf dem Sofa, isst Würstchen. Das können Sie als Tumor ein bisschen steuern? Ja, natürlich. Das heißt, wenn Sie auch mal jetzt sich einen Spaß machen wollen und sagen, lass ihn neben das Glas lang, dann drücken Sie auf eine gewisse Stelle des Gehirns, wo dann die Bewegung nicht mehr richtig funktioniert. Also das ist schon so, dass mein Wachstumsprozess, ja, ja, der in verschiedene Richtungen geht, dass der natürlich bestimmt, also was kommt als nächstes? Kommt der Rollstuhl oder scheiße ich mich ein? Ja? Kommt die Gehbehinderung oder kommt die Sprachstörung? Das hat man da manchmal ein bisschen schlechtes Gewissen oder kommt man sich ja bösartig vor? Boah. Geht gleich essen. Mhm. Muss ich wohl mit auf den Schuh machen. Guck mal, ob das geht. Ja? Sieht das bis zu dir rüber? Hallo. Ah, Lilly. Hallo, Brigitte. Hallo, Papa. Lilly. Super. Irgendjemand hat in mein Zimmer gepinkelt. Was? Ich finde das nicht lustig. Das stinkt. Das ist wirklich so. Ach, komm. Guckst du dir an? Das ist voll eklig. Was sollen wir jetzt machen? Wo ist denn Lilly jetzt? In ihrem Zimmer. Entschuldigung, das tut mir so leid, ey. Das muss dir nicht leid tun. Ich hab das Klo nicht gefunden. Das Tuchbett hast du doch noch ganz gut hingekriegt. Sitting in a crummy movie with my hands on my chin. The violence that occurs seems like we never win. Love and mercy is what you need tonight. So love and mercy to you and your friends tonight. I was laying in my room and the news came on TV. A lot of people out there hurting and it really scares me. Love and mercy is what you need tonight. So love and mercy
to you and your friends tonight. Keine Hundewiese. Hallo. Hallo. Hier sieht's ja gut aus. Guck mal, habe ich gekauft. Was ist das? Was ist das? So ein kleiner Weihnachtsbaum hat mir gefallen. Du kommst nur jetzt erst. Na, du bist lustig. Ein paar einkaufen. Oh, der ist ja schon da. Das ist ja toll. Frag mich nur, ob du blöd oder bescheuert bist oder sowas. Wie redest du mit mir? Ob du dich überhaupt für mich interessierst. Oder ob du nur eine bescheuerte alte Kuh bist. Kannst du dich mal ein bisschen zusammenreißen? Ein Rollstuhl hier mir in die Bude stellen. Das ist ja hier kein Krankenhaus. Ich geh mal die Sachen auspacken. Kommst du eigentlich her? Ich hab dir schon mal gesagt, ich war einkaufen und arbeiten und hab die Kinder noch weggebracht. Weißt du, das ist alles nur dafür da, dass dir das Leben irgendwie schön gemacht wird. Da, raus mit dem Ding! Was, spinnst du ein bisschen? Bring den raus! Das geht jetzt wohl ein bisschen zu weit, ja? Schmeißt jetzt mit Sachen nach mir. Bring raus, die Scheiße! Brauch hier keinen Rollstuhl! Warum schreist du mich eigentlich hier so? Raus damit! Das ist dir schon mal aufgefallen, dass ich einen Hirntumor hab? Dass ich hier liege und sehr, sehr krank bin? Nee, warum liegst du denn die ganze Zeit? Sehr, sehr krank! Immer nur um deinen Tumor! Ja, ist ja klar, dass du irgendwann sterben musst! Ich muss hier weitermachen! Ich muss mit der ganzen Scheiße weitermachen! Mit dem Haus, mit den Kindern! Hier lang gehen und da ist der Bäcker. Ja. Gehen Sie mal rüber, ja? Okay. Zwei Amerikaner? Die haben Sie schon, ja, wissen Sie? Oder wollten Sie noch zwei dazu? Zwei Amerikaner haben Sie schon. Ah, dann, Russland will sich an dem Raketenabwehrschirm beteiligen. Das sagte NATO-Generalsekretär Rasmussen am Rande der Beratungen mit Präsident Medvedev in Lissabon. Medvedev bestehe allerdings auf einer gleichberechtigten Partnerschaft, hieß es. Zuvor hatte der NATO-Gipfel beschlossen, im kommenden Jahr mit dem Abzug der Kampftruppen aus Afghanistan zu beginnen. Berlin. Kaum noch Hoffnung im Fall Frank Lange. Nach Angaben eines Sprechers des Gesundheitsministeriums ist der Gehirntumor von Frank Lange trotz Bestrahlung und Chemotherapie um weitere 2,5 Zentimeter gewachsen. Er sei damit jetzt doppelt so groß wie zum Zeitpunkt. Hey,
so zählt jetzt. Für dich. Ich war beim Wecker. Ich hab uns Kuchen. So ist er doch nicht. Alles keinen Sinn, die Bestrahlung und die ganze Chemo oder warte zuerst mal ab. Warte ab. So ähnlich wie dieser Sarg sieht auch der Verbrennungssarg aus. Ja, das ist nicht identisch, aber in dieser Art ist der. Aber eben ganz glatt, ohne Schnörkel und Verziehung, da er eben nur für die Verbrennung verwendet wird. Musikalisch haben Sie da auch eventuell Wünsche oder? Ja, ich möchte gern dass das Dead Man von Neil Young, dass das gespielt wird. Das kann Ihnen meine Frau dann geben. Ja klar, ist kein Problem. Also dann bringe ich meine Anlage mit, das kann abgespielt werden. Das, das ganze. Ist keine Schwierigkeit. Das ganze Album. Hm. Gut. Ja. Vielleicht einfach mal sicherheitshalber, im Regelfall werden drei Stücke gespielt. Nee, ich möchte, dass das Ganze gespielt wird. Wenn das nicht geht. Das aber kann doch gehen, oder? Anderes gutes Album. The Cure, Three Imaginary Boys. Natürlich Nevermind von Nirvana. Großes Album. Hier ist es, glaube ich, ja? Das ist Lilly. Ja, das ist Lilly. Nächste Springerin, Lilly Lange, anderthalb der Windseite geächtet.
Glückwunsch. Mika, Papa wird nur schlecht. Mika! Oh, nee. Oh, ganz toll, du auch. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Hallo, Papa. Na komm, fahr mal nach Hause. Nee, ich wollte jetzt noch zu Anna. Ach so? Kannst du nicht mit zu uns kommen? Nee, lass mal, Papa. Aber komm nicht so spät, ja? Ja, komm, Anna. Tschüss und gute Besserung, Herr Lange. Tschüss. Frank? Frank? Ganz ruhig, ganz ruhig. Frank! Mit Papa. Papa ist hingefallen. Komm, wir bringen ihn mal rüber, ja? Zu Lilly. Gut. Prima. Oh, danke, Schätzchen. Und hopp. Papa, ja, Mama geht telefonieren. Ja. Ich bin eine Ärztin, die die Patienten zu Hause besucht. Und mein Spezialgebiet sind Patienten, die eine schwerwiegende Krebserkrankung haben. Und unser Ziel ist, dass sie zu Hause genauso sicher sind wie im Krankenhaus. Dass sie jemanden haben, den sie anrufen können, dass ihre Frau jemanden hat, wenn es Probleme gibt, wo sie anrufen kann. Oh, und jetzt einmal hoch. Beine durchdrücken, hier richtig durchdrücken. Und noch eine Stufe schaffen wir. Zack, und Bein durchdrücken. Erst durchdrücken. Super. Ich glaube, das geht besser ohne Untertasse. So muss er die Untertasse fest. Aber er kann auch alleine trinken, Frau ja. Lange. Ich wollte ja nur helfen. Aber alles abnehmen, das macht ihn nur noch unselbstständiger. Ja. Er soll schon alleine versuchen. Klappt da gut, Herr Lange. Ist lecker. Wird das jetzt schlimmer, oder? Ich meine, beim Glioblastom ist das auch immer so schwankend. Und er ist natürlich jung noch. Ja. Eine Weile wird es schon noch dauern. Und er wird natürlich im zunehmenden Verlauf auch immer weniger können. Und auch eher immer unberechenbarer werden. Es ist schon wichtig, dass jemand rund um die Uhr da ist. Ja, so manchmal also, sie extrem hässlich zu mir. Ja, so eine Krankheit verändert auch einen Menschen. Hm. Aber Sie müssen immer dran denken, das ist die Krankheit, die das macht. Das ist nicht wirklich das, was Ihr Mann für Sie fühlt. Ja, das ist nicht so leicht. Ich weiß. Sie dürfen auch zurückschimpfen. Ja, aber ich rufe immer. Sie dürfen auch sagen, so eine schwere Krankheit ist kein Freibrief für schlechtes Verhalten. Ja. Dürfen Sie alles machen. Ach, Mann, ja. Gewitter reinigt auch die Luft mal.
Das ist richtig. Und sicherlich müssen Sie ihm auch Grenzen setzen. Aber ich möchte ehrlich gesagt doch jetzt lieber zu Hause bleiben, glaube ich. Schaffen Sie das? Ja. Ich möchte doch bei ihm sein. Gut. Aber trotzdem müssen Sie auch mal raus. Manchmal kriege ich dich auch nur zur Arbeit. Feiern kann man ja keinem erzählen. Doch, man muss auch mal auf andere Gedanken kommen, ja? Man kann nicht 24 Stunden ums gleiche Thema kreisen und nicht irgendwo mal Luft holen. Tür zu. Entschuldigung. Tür zu. Nee, andere Richtung. Nee, andere Richtung. Ja, was denn jetzt? So. 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 Ah. 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 Aua! Nicht das ist so ganz warm, ist ganz warm. Das ist ganz kalt. Nee, nee, komm. So, dann. Komm her, komm hoch, komm hoch, komm hoch. So, ja. Gut. Komm, ein Stück hoch, ja. Hilf mal. Und. Oh, ja, gut, gut, gut. Ich bring das schnell runter, ja. Ich bin gleich wieder bei dir. Kannst du Papa ein bisschen Gesellschaft leisten? Mhm. Ist das wahr, dass du stirbst? Ja. Klar, Alter. Krieg ich da mein iPhone? Sitting in a crummy movie with my hands on my chin. All the violence that occurs seems like we never win. Love and mercy is what you need. So love and mercy to you and your friends tonight. I was laying in my room and news came on a TV. A lot of people out there hurting and it
it really scares me. Jetzt kommt Glatze. Love and mercy is what you need tonight. So love and mercy to you and your friends tonight. Love and mercy tonight. Ah ja, hallo. Na, wie war's? Gut. Schön. Wie sieht Papa aus? Der sieht doof aus. Was? Sieht doch toll aus. Hm? Mama, ich bring dich mal nach Hause, ja? War hier was sehr schön. Ja, das ist ja schön, da freue ich mich. Hm? Gute Nacht. Ja, gute Nacht. Hm. Also, wie Frank hat mich jedenfalls sehr gefreut. Ja. Soll ich wiederkommen? Ist schon gut. Wirklich? Alles gut. Ruf an, ja? Ja, ja. So, das klappt noch. Oh, 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 Mama. Morgen. Wenn Ihr Mann von oben bis unten und von vorn nach hinten gewaschen werden soll, dann würde ich hier dieses etwas größere Modul. Also, ist hier, also wir können das ja mal durchgehen, damit ich weiß, was jetzt vielleicht für uns. Ja! Was für uns jetzt vielleicht hier zutrifft, ja? Wollen wir das mal durchgehen vielleicht? Können wir gerne also machen. Ja, also das. Erweiterte kleine Morgen- und Abendtoilette. Wenn er denn am Morgen. Erstmal ignoriere ich das kurz, ja? Wenn dort Inkontinenz. Ja!
Also Hilfe, Unterstützung bei der Blasen- oder Darmentleerung? Also es geht um die Inkontinenzversorgung. Ja, ja. Es ist auch noch möglich, dann den Transfer zum Toilettenstuhl, also dieses Umsetzen. Hm. Ja, das wäre dann aber hier das ist natürlich sehr schwierig, weil das kann man ja nicht so genau sagen, wenn dann nur der Pflegedienst da ist und er. Man kann es, deshalb habe ich hier auch Fragezeichen gemacht, ob man das bei Bedarf mit hineinsetzt. Moment! Ja, das ist. Damit lebe passiert ich. Das, das sehr häufig, wenn, ja. wenn sie nicht im Raum sind. Mhm. Oder auch wenn sie im Raum sind. Ja, wenn ich auch draußen bin, der will halt, dass ich immer da bin, ne? Mhm. Und wie reagieren Sie dann in der Regel? Ich gehe hin. Ja, machen Sie es doch. Ja. Nicht wegen mir. Nein, ja. Aber ich... Betragen hat sie immer mit 2. Außer der 5. Da hat sie eine 3. Schön, das mit dem Schnee, ne? Mhm. Und die kommen heute nicht, die beiden, sagst du? Nee, du, die kommen nicht, die haben abgesagt. Also, finde ich schon ein bisschen merkwürdig, ehrlich gesagt. Ja, froh, dass sie hier nie antanzen. Ja, aber es ist doch ihr Sohn. Entschuldige mal bitte. Karin ist total zusammengebrochen, ne? Oh Gott, ey, schnell. Aber die haben ein Riesenpaket geschickt. Mit Geschenken. Ja, ja. Pakete schicken. Das konnten sie immer schon. Was für heute geschafft. Ja. Ja? So. So, mit dem Wasser. Und wie machen wir das mit Frank dann? Mit dem Essen? Ja, wir essen hier unten. Mhm. Das ist nicht mehr, du, das ist viel zu anstrengend für Frank. Das schafft er nicht. Also, der schläft ja fast nur noch. Kriegt er ja nicht mehr mit von meiner Weihnachtsgans. Naja, das ist halt auch von dem Morphium, weißt du? Das glaubt der Wild auch ja nicht. Da ist der richtig benommen. Soll ich dir mal ehrlich was sagen, Mama? Das wäre schön, wenn er einschlafen würde. Das wäre für uns alle das Beste, wirklich, das ist Folter. Meine Kleine. Jo. Dann wünsche ich Ihnen angenehme Stunden heute noch mit der Familie, ne? Und wir sehen uns morgen. Ja. Hm? Frohe Weihnachten. Ja. Mika, du guckst ja schon nach, was du kriegst, dann ist doch gar keine Überraschung mehr. So, komm mal. Ach, das ist wunderbar. Schnell, ja, ein bisschen mehr. Ja, ja, ich passe auf. Mona? Ein bisschen verlosen. Sag mal ruhig, Doppel. Simone! Hallo! Komm gerade mal rum. Geh mal rum, ja? Mama, ich möchte heulen. Ich möchte heulen. Hast du hier jetzt schon was? Aber ja, wir fragen sie mal. Vielleicht will sie sogar Brust essen. Auch mit dieser kleinen Kuchengabel hier, die Mama geht mir auch. Papa ist wach. Der will mit uns feiern. Ach so. Der ist nach dem Essen, oder? Wie? Geht's? Ja. Gut. Pass auf, dass es runterfällt. Ja, ja. Komm mal hier hin. Oh je.
Die Hunde nachher. Ach, die wollen wir bescheren? Ne? Oh, ja. Ihr musstet jetzt schon so lange warten, oder? Ja, wartet mal, ich möchte noch ein Foto machen von euch. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Du grüßt dich nur zur Sommerzeit. Nein, auch im Winter, wenn es schneit. Dich, Papa. Was steht da? Da steht für Papa. Danke. Papa hat noch eine Überraschung für mich. Ja. Das ist für Lilly. Ich hab euch noch für Lilly. Und für Mika. Ihr lest es, wenn ich aus bin. Fröhliche Weihnachten. Danke. Und ich möchte was sagen. Als Mama und ich das Leben ist, ich habe begriffen und wollte euch das Leben, das ist Hand weg, Licht! Was ist los? Hau ab! Soll ich das? Ah! Jetzt beruhige dich doch mal! Komm! Jetzt halt doch mal still! Gleich. Was ist los? War ganz schlimm. Ich habe ihn gespritzt.
Jetzt schläft er ganz ruhig. Das habt ihr prima gemacht. Kommst du mal her. Besser gewappnet sind. Er wird jetzt ruhig im Bett liegen bleiben, keine Schmerzen mehr haben. Er wird immer müder, immer schläfriger. Er schläft immer mehr, weil der Kopf immer weniger wach sein kann. Und irgendwann schläft er den ganzen Tag. Und irgendwann schläft er für immer. Schläft er ein. Und ich glaube, dann schläft er ein. Schläft in die nächste Welt. Und die Kinder können selber gucken, möchten sich zum Papa setzen, möchten sie in ihr eigenes Zimmer gehen. Sie können sich mit den Kindern ans Bett setzen. Ich glaube, wir müssen auch für die Kinder dafür sorgen, ja, dass er friedlich und schön zu Hause sterben kann. Wenn wir ihn jetzt in der Situation, wo er heute Nacht so geschrien hat, und Lilly war ja dabei, wenn wir ihn jetzt ins Hospiz bringen, dann bleibt bei den Kindern im Kopf hängen, Patienten schreien, wenn sie sterben, und dann kommen sie weg zu Hause, und wenn ich sie das nächste Mal sehe, sind sie dann tot. Und ihre Kinder werden immer Angst vorm Tod haben, immer Angst vorm Sterben haben. Wir haben auch für die, für ihre Kinder eine Verantwortung, dass wir ihren Kindern auch zeigen, dass Sterben nicht schrecklich sein muss. Hallo. Hallo. Gina? Ja. Kann ich reinkommen? Oh, ist der Robert. Ah, hast du einen Hund mitgebracht? Stört das? Ah, nee. Nee, nur rein. Ach, hallo. Tag. Frank, du hast Besuch. Frank? Ich lasse euch mal alleine, ja? Wenn irgendwas ist, rufst du mich. Hallo. Ich bin's, Ina. Aus Greifswald, weißt du? Genau. Na, du bist ja ein ganz lieber, ne? Guck mal. Die hab ich wieder gefunden. Deine Alte, die du ewig gesucht hast. Willst du mal einen Hund? Ich musste neulich immer wieder an unsere Mexiko-Reise denken. Die war so schön. Die schönste Reise, die wir gemacht haben. Also für mich jedenfalls. Den ganzen Urlaub habe ich gedacht, ich wäre schwanger.
Als Kind hatte ich mal ein Meerschweinchen. Und dann ein Zwergkaninchen. Aber da mussten wir das Meerschweinchen weggeben, weil das Meerschweinchen hat das Zwergkaninchen gebissen. Ja. Ja, dann haben wir uns irgendwie für das Meerschweinchen entschieden. Also für das Zwergkaninchen haben wir uns entschieden gegen das Meerschweinchen. Was eigentlich gemein war für das Meerschweinchen, weil es ja zuerst da war. Und das Zwergkaninchen kam dann als zweites. Ja, dann haben wir es aber weggegeben. Prost, Neuer. Bist du nochmal zurückkommen. Der erste Flug, der fällt jetzt aus. Das ist ja alles voll vereist dann. Das Mittel, mit dem die Flugzeuge enteist werden, das ist fast leer. Die haben damit nicht gerechnet. Aber ich glaube, der nächste, der klappt. Ich verstehe dich gerade nicht. Ich geh jetzt los, okay? Hallo, Frank. Oma. Oma? Oma war da? Mutti. Mutti, mhm. Ja, bei uns war auch Oma da und Mutti. Opa. Nee, Opa ist ja schon letztes Jahr. Naja, die Kinder haben sich gefreut. Alles Checo. Das ist die Hauptsache, ne? Alles. Checo? Der geht jetzt von. Der geht nach Manchester wohl, City. Also nicht mehr New. Der hat sich ein paar Mal bockig verhalten im Training und dann haben sie ihn. Ja. Brauchen ja auch Geld. Ja. Checo, Eden Checo. Ja. Checo? Ja, Deutschland. Der Fan der DDR und BRD. Mm. Da man aus keine Reisefreiheit. Nee, war nicht, ne? Reisefreiheit gab's ja nicht. Dass wir jetzt alles reisen können, ne? Schön. Ja. Hätte man noch nicht gedacht, ne, vor 20, 30 Jahren. Ja. So, Mutti. Mutti ist ein bisschen viel. Die konnte nicht mitkommen. Die. Verstehst du mich? Aber ich. Bald schneit. Ja, ja, ganz schön. Auf der Autobahn ganz schön Eiertanz, ja. Ich bin ja da. Na, bleib liegen, Frank, komm, du musst liegen bleiben. Das, nein, bitte, komm, sei so lieb, komm, ja, komm zu mir. So, so. So ist gut, Frank. So ist gut. Du hast einen nassen Hintern gehabt und Mutti, als sie dich rausholt, bis zum Knie war die nass, du. Kennst du? Ja, Frauen. Was? Ficken. Was sagst du? Das,
Jetzt schneit es ja. Mama? Komm gleich!
Ich muss zum Training. Manchmal glaube ich, dass nichts mehr wichtig ist. Ich treibe ziellos bis zum Tag, in dem ich sterbe, ja, ja. Doch gerade dann, wenn ich dann wirklich nicht mehr weiter will, liegt mein gepflegter Pessimismus in Scherben. Den ganzen Unsinn werde ich nie verstehen. Da hilft nur einatmen und vorwärts gehen. Es ist ganz einfach, es ist ganz einfach. Das Leben lebt, es ist ein wunderschöner Sommertag.